Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de. Das ist wieder ein Video mit Musterlösungen, die Aufgaben, die ihr bei uns auf der Homepage finden könnt. Ich möchte euch also schnell diese Aufgabe zeigen. Die Aufgabe war, wir sollen den Schall von diesen Funktionen hier angeben. Nun, es ist recht einfach hier oben. Ihr seht, f1 von x ist x minus 2, das Ganze zum Quadrat. Das heißt, wir verschieben die Standardnormalparabel um 2 Einheiten nach rechts. Das heißt, wir verschieben auch den Scheitelpunkt um 2 Einheiten nach rechts. Somit ist er bei 2 und 0. F2 ist einfach x plus 3 Quadrat plus 4. Das heißt, wir verschieben um 3 Einheiten nach links, also minus 3, und 4 Einheiten nach oben. Also S ist minus 3 und 4. Für diese hier, für F3, müssen wir das kurz noch ausrechnen und kommen auf x² minus 4, dritte binomische Formel. Das heißt, unsere Funktion ist einfach um 4 Einheiten auf der y-Achse verschoben, zwar nach unten. Das heißt, unser Scheitel verschiebt sich auch nach unten. Also haben wir 0 und minus 4. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter bei F4 und F5. Wir haben aber schon gesehen, um den Scheitelpunkt auszurechnen, gibt es eine Faustregel. S kann ich angeben als minus p halbe und dann halt f an der Stelle ausgewählt. Das bedeutet in unserem Fall, p, das ist ja der Vorfaktor vor dem x, das wäre minus 4. Minus 4 durch 2 ist minus 2 und dann nochmal das Minus dran, also plus 2. Wir wissen also, der Scheitelpunkt ist bei 2. Und nun setzen wir hier ein, 4 minus 8 plus 6. Wir haben also den Scheitelpunkt 2, 2. Das gleiche Spiel hier unten. P halbe, das ist wiederum 2. Also minus P halbe ist 2. Jetzt müssen wir wieder einsetzen. Wir haben also wiederum 2 ins Quadrat, 4 minus 8. Wir sind also bei minus 4. Das wäre unser letzter Scheitelpunkt gewesen, den wir berechnen müssen. Was ich euch jetzt hier noch zeigen kann, seht mal, diese zwei Funktionen hier, die sehen fast identisch aus. Der einzige Unterschied ist diese plus 6. Und ihr seht, dass es einfach nur die Verschiebung ist. Diese Funktion ist immer um 6 Einheiten auf der y-Richtung nach oben verschoben im Verhältnis zu der, das seht ihr hier, minus 4 und 2 als y-Werte. Mehr Unterschied gibt es da gar nicht. Nun schaut auch sonst auf unserer Homepage vorbei. Dankeschön.